Es gibt auch Drops für Warship. Das ist irgend so ein Militärspiel, ne? Also sowas macht, sowas gibt's auf Twitch öfter, dass Zuschauerinnen und Zuschauer durchs Zugucken Drops für das jeweilige Spiel freischalten können. DBD allerdings macht das sehr selten, was mich wundert. Das ist, glaube ich, das erste Mal sogar, dass Zuschauer in der DBD-Kategorie etwas bekommen können. Das sollten wir ruhig mal öfter machen. Kennt bestimmt gut. Ui, hat Spinnt. Also ein Hex-Totem haben sie schon gefunden. Hoffen wir, dass sie nicht das zweite auch noch direkt zerstören. Hex-Totems in der Challenge waren bisher immer ein Reinfall. Ist heftig, wie oft die jetzt schon draufgegangen sind, die Dinger. Krass. Krass, krass, krass. Ich will das Nest freischalten, weil ich das Totem brauche. Guck mal, wie geil die sind. Auf meine Totems. Holy shit. Ich glaube, die Ingame-Lautstärke ist ein bisschen lauter als normal. Das mache ich gleich noch leiser. Sorry. So gut. Erster Stack freigeschaltet. Gute Arbeit, Chat. Sehr gute Arbeit sogar. Die wollen da irgendein Nest zerstören. Let's go. Die wollen meinen Totem. Diese kleinen Ficker. Lass mein scheiß Totem in Ruhe! Wie sie da abgesprochen rangegangen sind, zu zweit sogar. Was soll das? Okay, zumindest lassen sie meinen Hex-Totem erstmal in Ruhe. Soweit, so gut. Das hier ist der Gen, der die meisten Prozente hatte. Das war nicht viel. Das heißt, nach den zwei Gens, die sie repariert haben, haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Soweit, so gut. Nur darauf achten, dass wir genug Abstand haben zum Zeitpunkt der Rettungsaktion. Ich will nämlich den One-Shot haben, der ist wichtig. Sehr gut. Zweite Aufladung, check. Sehr, sehr gut. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Alle drei. Oh, die heilen sich da. Mit mehreren Leuten. Oh mein Gott, ich habe das Ding abgebrochen. Das kann ich nicht zulassen. Ich brauche das. Verpisst euch bitte. Bitte lasst mein Zeug in Ruhe, ihr kleinen Scheißer. Was fällt euch ein? Ich kann echt nicht zulassen, dass ihr da Sachen macht. Eins meiner Nester zerstört. Frech. Ich will die Nester nicht verlieren, aber ich brauche auch langsam einen neuen Haken. Wir bleiben mal an ihr dran. Haben uns schon gedacht, dass sie ausweicht. Okay. Keller? Hm. Yes, why not?
Keller ist sogar ganz geil. Keller ist gar nicht mal so übel. Machen wir. So, jetzt die Nester neu platzieren, die sie zerstört haben, Chat. Und darauf warten, dass die unten gerettet wird. Denn dann bekomme ich einen One-Shot. Genau das, was wir haben wollen. Haben sich gerettet. Mal gucken, ob ich oben am... ob ich schnell genug da bin. Nice. Jetzt haben sie ein gigagroßes Problem. Sie sind an meinem Totem. Shit. Darf ich nicht zulassen. Ich muss hin. Weg von meinem One-Shot! Googly Attack! Du bist so im Arsch, das hättest du nicht anfassen dürfen. Okay. Gut, dass wir die eine geslackt haben. Das ist unser Druckmittel jetzt, dieser One-Shot. Versucht ihr es durchzuziehen? Okay. Ich will, dass sie rettet, damit ich mehr Aufladungen kriege. Das ist okay. Wir warten auf den Abstand. Vierte Aufladung. Mit der fünften können wir Mori in Chat. Die fünfte ist da... Hast du einen Dead-Hand? Jetzt warten wir nur noch, bis da hinten die Person vom Haken gerettet wird und dann können wir Mori. Wartet! Während dich Mori können sie meinen Totem zerstören. Nein! Ich war zu geil auf das Mori! Die machen jetzt meinen Dings. No, 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 no. Googly, schneller! Nein! Sie haben ihr Nest zerstört. Haben sie das Nest zerstört und gleichzeitig am Totem gesessen? Oh, what the fuck? Warte. Ja, scheiße. Hätte ich auch gemacht. Ich hasse euch. Scheiße. Ich war zu gierig. Komm her. Versteckt sich hier jemand? Okay. Ich glaube, Ada war sogar diejenige, die das Totem zerstört hat. Frechdachs. Kannst du deine Cam noch verschieben? Oh ja, tut mir leid. Ein bisschen nach rechts, ne? Klar. Fing Minus. Okay, wollte schon sagen. Jetzt oder nie, Fing Min. Du willst tanken? Okay. 4, 3, 2, 1. Sie wollte mit ihren 10 Sekunden geliehene Zeit ihrer Freundin den Arsch frei halten. Wir bleiben einfach hier stehen und warten, bis wir sie sehen, oder? Hallo! Also bei Demogorgon sind wir nicht rausgeflogen, Chat. Es geht weiter mit der Challenge. Wir müssen noch nicht zurück zum Trapper. Franzika, danke schön für den Prime Sub. Vielen Dank, dass wir den haben dürfen. Hoffentlich uns gefallen dir. Hallo.
Was kommt jetzt? Der Cowboy? Ich hoffe nicht, Bruder. Ich hasse die langsamen Killer. Ihr habt keinen Geschmack, wenn ihr den Scheiße findet. Das ist der gepanzerte Titan, ihr Hater. Irgendwie beides? Frech. Absolute Frechheit. Was labert ihr für einen Scheiß, ha? Huh? Seid ihr doof oder so? So, hoffen wir, dass die erste Person, die wir finden, nicht super safe spielt, sondern mich da reinschnitzen lässt. Wenn wir, das ist immer die größte Angst als Oni, wenn man jemanden findet, der weiß, was er tut, auf Survivor-Seite, der pre-droppt, die Paletten frühzeitig wirft, um ganz sicher zu gehen, dass er keinen Schlag abkriegt, dann hat man das Problem, dass man an keinerlei Blut kommt. Und keinerlei Blut bedeutet, dass ich meine Fähigkeit nicht nutzen kann. Und keine Fähigkeit nutzen ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Die ist so, was macht die? Oh, das ist gut. Es gab aber noch jemand Zweites mit Taschenlampe. Deshalb... Die dachte ich eben auf. Nice. Sehr gut. TWN, HTWN, HTWN, H. Die dachte, ich heb noch mal auf. Die sind so geil mit ihren Taschenlampen immer. Die denken halt immer nicht nach. Ja, Baby! Hey, 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 hey. Pfoten weg. Was soll das? Psst. Hey, ich überlege gerade, ob ich alles lage. Das ist ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Let's go. Ida war Werbung. Mein Prime ist natürlich dein. TVNL. Sind die komplett weg? Kratzspuren? Die heben sich schon wieder alle auf. Oh. Ich habe unterschätzt, wie mutig die sind. Ich dachte, die rennen erstmal weg, aber die sind. Die versuchen immer noch zu kämpfen, obwohl sie hier gerade auf den Arsch bekommen haben und alle bluten. Interessant. Na gut. Eine schleicht da hinten. Jemand anderes ist noch hier. Die will auch mit Flink direkt. Boah! Die haben gar keinen Respekt! Was machen die alle, Junge? What the fuck? Was machen die denn? Was ist los mit denen? Die sind alle so komisch! Wo sind die? Hat sich einfach reingeschossen. Oh. Okay, also... So kackendreist muss man erstmal sein. Ihre Freundin ist immer noch hier. Wir haben Blut am laufenden Band. Das ist Checkpoint einfach so umsonst geworfen. Sie hätte Abstand gewinnen können, während ich ihre Freundin abpatrouilliert habe. Palette umsonst geworfen. Ist gut für mich. Ich werde hier jetzt meine Fähigkeit benutzen. Wir müssen auf die eine Taschenlampe hinter uns aufpassen. Ja. Beide Taschenlampen ausgeschaltet, die anderen beiden hatten Werkzeugkisten oder so dabei. Da berät die letzte noch. Hier waren Kratzspuren ziemlich weit außen. Die zuerst. Hinter mir die eine ist mit Unbreakable aufgestanden. Warum sind die so doof? Taschenlampe safe! Ja, okay. Hätte ich mit rechnen müssen. Ich wusste, dass ich Bow Time countern kann, aber... Das danach ging nicht mehr. Okay, die beiden Angeschwächten laufen nach vorne. Wir haben so viel Blut in der Nähe. Überall Blut. Die zwei Unbeteiligten sind links.
Hast du ein Dead-Tart oder was machst du hier? Nicht mal. Sie ist schon an die Wand gelaufen, so kann ihre Freundin nicht retten. Ah, eine versucht den fast fertigen Jen hinten zu machen. Ich würde sagen, wir besuchen die. Kommen wahrscheinlich zu spät, ganz knapp, oder? Hab sie nicht gesehen, wo ist sie hin? Hier? Ne? Oh, hier. Dass du das noch überlebt hast. Ich hab deinen Arsch schon auf Glatteis gesehen. Scheiß auf den Jen, wir gucken mal, wo die anderen hin sind. Das sind nämlich die, die Dead und Hook sind, wenn ich sie kriege. Hier vorne, okay. Sehr gut. Ich glaube, die ist Dead und Hook. Die Frage ist ihre Freundin in der Nähe? Ich riskier's. Sehr gut. Wir sehen zwei Leute über Barbecue und Chili, beide auf der anderen Seite. Keine Ahnung, was sie sich gedacht haben. Die waren viel zu mutig. Ich bezweifle, dass sie damit oft durchkommen. Guckst du nach hinten? So ein bisschen, ne? Okay. Wenn sie da noch ein paar Mal drüber hüpft, gibt sie mir noch ein bisschen mehr Blut. Oh, was wird das? Okay. So, Skirtschoks wären halt verdammt nice. Aber die sind mir irgendwie alle zu weit weg. Hab jetzt niemanden gesehen über Barbecue? Oh. Könnt ihr zum Haken? Nice. Jetzt zum Beispiel, ne? Ist halt super geil, wenn ich dieses Ghostface-Perk habe, womit ich die alle höre. Oh, 4% auf der anderen Seite. Oh, no, 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 no. No, 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 nicht befreien! Ja! Sie hat sich selbstständig befreit. Skirtschuk ist immer noch zu weit entfernt. Trotzdem machen sie gut Druck mit den Generatoren. Wahrscheinlich, weil ich eben auch diese Skirtschuk nicht kriege. Das ist ätzend. Halten sich unterm Haken? Ne. Wir haben jetzt eine einzige Aufladung benutzen können. Ein Gen war auf 70-80%. Und denen fehlen nur noch zwei. Fast fertig geworden. Okay, let's go TWN Jam. 75% auf diesem hier. Wir haben zwar noch No Way Out, aber wir müssen ja kein Risiko eingehen. Die eine ist hinter mir. Wir bereiten unseren Charge hier unten vor, damit sie mich nicht kommen sieht. Und jetzt zurück zum Generator, falls die andere den fertigstellen möchte. Der hat sich geheilt. Oh. Da vorne war sie, am Haus. Wir tun so, als ob wir von der Seite rumgehen, kommen dann von rechts, weil sie aufpasst. Springt wahrscheinlich durchs Fenster.
Sehr gut. Okay, GG. Achso, ja, danke für die 2 Monate. Vielen Dank fürs Verlängern. Hoffe, dir geht's gut. Hatte nicht irgendeiner von denen das Pferdeperk mit dabei? Meinte, die Person hat Power Struggle und kann mir die Palette jetzt auf den Kopf werfen? Ja, die. Also, Wildpferd hatte sie, aber anscheinend nicht Power Struggle plus Flipflop. Sonst hätte sie wahrscheinlich direkt die Leertaste gesmashed und sich selbst befreit unter der Palette. Esprit, dankeschön. GG Schwabel. Und Esprit. Fröhlichen Freitag, den 13. TWN Sellout. Dann erstens erblindest du nicht, ja, du bleibst davon unbeeinträchtigt. Und zweitens hast du noch den Vorteil, dass du für ein paar Sekunden die Aura desjenigen Survivors angezeigt wird, der gerade versucht hat, dich zu blenden. In vielen Fällen hast du den direkt vor deiner Nase und das bringt dir jetzt gar nicht so viel, seine Aura zu sehen, aber gerade dann, wenn sie hinter einer Wand verschwinden, im Hauptgebäude oder sonst wo, ist es halt gar nicht mal so schlecht, zu wissen, wo die sich rumtreiben. Erste Taschenlampen-Lady erwischt. Ich würde sagen, wir bleiben da dran, oder? Wasch? Hierhin gerannt, interessant. Wow. Oh fuck, ich hätte einfach draufhauen sollen. Das war dumm von mir. Sie weiß, dass mein Schuss auf Cooldown ist und ist weggerannt. Gute Idee. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mir so nah reinläuft. Shit. Oh, schon wieder. Okay, die machen Fehler. Wenn die solche Fehler machen, ist die Welt in Ordnung. Interessanterweise ist niemand anderes an uns dran. Keine andere Taschenlampe hat versucht zu helfen. Das ist oft anders. Skirtschuk ist mir ein bisschen zu weit entfernt. Ein Block würde reichen. Wir merken uns also, Survivor Nummer 1 hing zwar schon mal, aber nicht an einem Skirtschuk. Jen ist bald fertig. 2 Leute. Also, ich verstehe, dass man dem Schuss ausweichen möchte, aber wenn du nur 5 Meter Abstand nimmst von mir, ist ein bisschen schwierig. Sehr schön. Schön weit ausweichen. Da, oh shit, Mist. Wirfst du? Nee. Hat sie gut gemacht. Mist, hat den Fehler korrigiert. Dachte, ich will schießen, habe ich mir aber aufgehoben. Hat zu lange gewartet. Wird interessant. Eine ist an mir vorbei, um zum Haken zu gelangen. Meint ihr, ich kann die wegziehen, wenn sie von der falschen Seite an den Haken geht? Bitte rette von dieser Seite. Sie ist auf die andere, schade. Oh, gut reagiert. Hinter uns ist ein Skirtschuk, den nehmen wir erstmal. So, jetzt zum Beispiel sehen wir ihre Aura. Seht ihr? Sexy. So. Großer Schlagabtausch. Viel Action. Wo sind die hingelaufen, um sich zu heilen? Am Haken war jemand. Die schon wieder. Immer die. Das ist die, die so schnell ausgewichen ist. Ich habe meine Waffe hochgenommen, direkt geschossen. Und sie hat das kommen sehen und ist ausgewichen.
Ich werde ein bisschen weiter nach rechts zielen. Nicht weit genug nach rechts. Ist hier wieder jemand dran gewesen? Nur kurz. Nee. Okay, hier vorne ist was explodiert. Kann sein, dass sie jetzt angeschwächt versuchen durchzuackern, nachdem sie so ein bisschen auf den Arsch bekommen haben. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich will sie so rumjagen, damit sie sich so ein bisschen zum Maprand aussperrt. Hier gibt es für mich keine Möglichkeit, groß das auszutricksen, ne? Keinen Ort, wo ich dran vorbeischießen kann. Wow, nochmal? Hast du einen Deadheart oder what the fuck? Ja. Auf der haben wir noch einen Skirtschuk. Und das ist der zweite Haken für sie. Nice. Let's go. Ich hoffe, die haben nicht alle Resilience dabei, um sich um schneller zu reparieren, während sie angeschwächt sind. Der ist wieder auf 0% oder fast 0%. Sehr gut. Da vorne läuft Maggie zur Hilfe. Versuchst du zu... Wieso läuft die gegen eine Kiste, Digga? Oh Mann, das ist so gut. Kannst dir nicht ausdenken. Die anderen sind angeschwächt und dadurch können die nicht so gut helfen. Die stirbt bald. Da rennt jemand. Wenn ich zu nah dran bin, kann die sich noch befreien von alleine. Das finde ich gut. Falsche Seite. Mist! Die realisieren das immer so schnell. Okay. Aufheben, anhängen. Skirtschuk, let's go. Oha, schon so lange schaue ich deine Streams. Vielen Dank für die vielen schönen Abende, TVNH. Hey, ich hab zu danken. Am besten ist, wenn wir die da rechts dran kriegen, weil die dead in Hook ist. Großer Fehler jetzt, um mich ranzulaufen. Nice. Ja, ich rechne noch damit, dass sie einen Deadheart besitzt, deshalb warten wir ein bisschen. Ich will, dass sie ausweicht. Sehr gut. Meint ihr, sie hat... D-Strike müsste schon vorbei sein, oder? Nice. So, und die ist dead on hook. Die hätte nicht retten gehen dürfen. Die dachte, ich trage den Survivor einfach an ihr vorbei. Natürlich lasse ich den fallen, wenn jemand an mir vorbeiläuft, der dead on hook ist. Ich darf die jetzt nur nicht wieder aufheben. Ihr Zappelbalken ist jetzt schon auf 60% oder so. Zu einem weiteren Hook schaffe ich es nicht. Wir machen jetzt folgendes. Ich stelle mich hier oben hin. Und halte nach Bewegungen in der Nähe Ausschau. Okay, da war die letzte. Eine stirbt am Haken, die andere verblutet. Habt ihr sie gesehen? Nach dem gemachten Gen habe ich sie noch nicht an mir vorbeilaufen sehen. Da vorne. Einer ist disconnected. Die Maggie ist disconnected, bevor sie am Haken gestorben ist. Okay. Huh. Ich denke, das haben wir. Also von der Reaktionszeit waren die nicht schlecht. Sobald ich meine Waffe hochgenommen habe, noch während der Animation haben sie sich schnell weggedreht, sind zur Seite gehüpft. Aber ja, wieder ein bisschen zu cocky und das eine oder andere Mal haben sie sich an der Palette ausspielen lassen. Beim Loopen, Fehler wie hier. Meine Schüsse sitzen aber auch nicht alle. Ich will sie mit Schießen dran kriegen. Nein!
gibt es hier für Schwachstellen? Ich könnte da durchschießen, durch dieses Dreieck, durch das kleine. Ich prime mal wieder bei Schwabel. Einen angenehmen Freitag. Warte, kann ich da durchschießen? Den 13. euch allen. TWNH. Na, es passt nicht. Ich darf nicht. Vielleicht könnte ich ihre Füße erwischen, wenn ich noch weiter weg bin und da drunter schieße. Ich glaube, mein Speer geht da nicht durch. Weißt du, was ich will? Nee. Das Ding ist super solide. GG. Neun Cloud, danke für den 4. Monat. Vielen Dank für den Support und danke für die Follows. Herzlich willkommen, hallo. Ist ein GG Easy unter uns angebracht? Na, wieso? Also, die waren ja jetzt nicht toxic oder so. Was? Einmal Observation Duty hat ein neues Teil. Einmal Observation Duty 6 hat einen neuen Hard Mode bekommen, falls du da nochmal reinschauen möchtest. Aber da sind dann unsere alten Kollegen wieder mit dabei. Die mit der Maske, Noah, der Auftragskiller. Hab seinen Namen vergessen. Aber der Hitman ist auch wieder am Start. Okay, bitte, gute Perks. Sieht solide aus. Deadlock hätte ich vielleicht ausgetauscht, aber wir können es nicht beschweren. Die Perks sind in Ordnung. Beide laufen hier am Maprand entlang, ohne eine Palette in der Nähe zu haben. Höchst interessant. Leichter 360, den wir bestrafen. Wollte weg von ihrer Freundin, hat sie gut gemacht. W-Shift jetzt an der Stelle. Ihre Geschwindigkeit nachzuurteilen, würde ich sagen, die hat Made for This. Aber wir verfügen über Distanzangriffe. Insoweit alles gut. Hat jemand auf ihre Items geachtet? Hatten die Taschenlampen dabei und so ein Shit? Skirtschuk. Wir merken uns Survival Nummer 3. Unsere Obsession ist als erstes am Haken gewesen. Da vorne repariert jemand fleißig. Eine Nähe. Läuft auch direkt schon los. Du bist auf den Hügel rauf. Wow, okay. Ich hatte gehofft, du läufst außen rum. Schade. Zumindest haben wir sie markiert. Meint ihr, die heilen sich links am Haken? Wenn ja, habe ich jetzt drei Leute beisammen. Was nicht das Schlechteste wäre. Ich habe sie gesehen, aber das hier hat Priorität, die ist ja fast tot. Wir schicken sie noch nicht in den Käfig, das benutzen wir später, um sie zu tunneln. Ich hoffe, ihr tankt nicht beide. Sieht nicht so aus. So, was ist hier los? Bist du hier geblieben oder weitergelaufen? Kratzspuren führen weg. Wir könnten zum Hügel laufen, um den zu treten. Also, den Jen am Hügel, nicht den Hügel selbst. Ich glaube, ich habe eine... Oh, hallo. Kriege ich sie, bevor sie beim Fenster reinsteigt? Mist. Ich hatte mit einem Ausweichmove nach links gerechnet. Hat sie gut gemacht. Wenn wir Glück haben, versuchen die Survivor nochmal, sich zu heilen unterm Haken, weil es beim letzten Mal gut geklappt hat. Haben sie gemacht. Sie hat Flink, das heißt, sie düst erstmal ab mit Höchstgeschwindigkeit. Sie ist mein bestes Ziel, weil sie immer noch die Markierung drauf hat.
Die heilen sich sehr schnell. Wahrscheinlich hat die eine We're Gonna Live Forever oder so ein Shit. Der ist eine gute Heilerin. Für mich ist das nicht so gut. Müssen wir die hier treffen? Chat, ich habe ein ungutes Gefühl. Chat, oh mein Gott. Wir verlieren. Ich krieg Panik. Ich bin im Panikmodus. Ich bin offen für Vorschläge. Ich habe das Gefühl, das Game gerät außer Kontrolle. Oh no. Oh no. Oh no, Chat. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Meine ganzen Mindgames funktionieren nicht. Ich schieße immer Meilen weit daneben. Es ist GG. Es ist GG. Oh mein Gott. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ich muss wieder zum Jumper zurück. Bro, please no. Wartet. Näher denkt, ich habe mich jetzt an jemand anderem festgebissen und repariert. Bam. Bin in ihrem Kopf drin. So. Okay, sie war doch nicht hier. Fuck me in the ass, dude. Ich verliere! Du triff doch mal! Mach doch mal deinen Pulszauberkraft schneller, dude! Mach doch mich Zauber noch schneller, du Wichser! Ah, steig da durch und schneid dir den Arsch auf! Schnell mit deinem Riesenschwert! Oh mein Gott, no. Flink, hoch, nebenher die Gens. Hab ich Endgame-Perks? Ich hab nie mehr Endgame-Perks, Bro. Aus einem Nowhere. Und da sind noch zwei Stacks drauf. Wir losen Töte. Oh nein, ich muss zurück zum Trapper. GG. Okay, Flink ist schon raus. Wir tun so, als wir runterspringen. Hat gezögert. Ich hab gezögert. Oh, dude. Fuck me, dude. Sie wird nur antäuschen. Sie macht das so gut. Ich hasse sie dafür. Und sie ist so schnell durch dieses gottverdammte Made for This. Ich muss jetzt nicht enden, die machen nur alle Gens fertig, Mann! Ich treffe nicht! Du nicht, aber das hat oh, Fehler! Oh Gott sei Dank, schnell! Oh mein Gott, ich habe keine Zeit mehr. Käfig? Okay. Käfig auf andere Seite. Andere Seite. Käfig wird auf der anderen Seite spawnen. Jetzt den fucking Käfig campen. Erstmal lokalisieren. Wo ist der Käfig? Erste Frage. Da vorne. Ich komme zu spät. Die retten sie auf jeden Fall, bevor ich da bin. Wurde gerettet. Gönn mir doch. Sie wollte hier Flink einsetzen, zum Glück. Mein Gott, habe ich sie durchschaut. Schnell, bevor jemand eine Taschenlampe kommt. Nope. Weg. Okay, wir haben immer noch, es ist immer noch losable. Sowas von losable. Nur weil ich eine Person tot habe. Wenn sie noch einen Gen brauchen, also eine Person läuft vor meiner Nase rum, okay. Jemand anderes ist zu dem Gen gelaufen und jemand drittes hat den explodieren lassen. Das ist also der beste Gen, den sie derzeit haben. Ich trete ihn mal kurz. Wir brauchen ein Wunder. Das war nicht gut, Chat. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Hinter mir wird weiter repariert werden gleich. Ein Skirtschuk wäre halt perfekt jetzt. Schnell. Der Gen war noch 50%. Okay. Bei der funktioniert das Lesen etwas besser als bei der anderen. Mal gucken, was wir draus machen können. Kann sein, dass die mit den blauen Haaren da hinten alleine repariert in der Ecke. Während Nancy sich den hier vorgenommen hat. Der ist auch schon auf 75%. Oh, die ist ja weit weg. Oh, die geht retten. Nancy hat noch Respekt und ist weit weg. Ich könnte einen Skirtschuk aus der rausholen, wenn ich sie kriege, aber Nancy hat einen Gen, der auf 75% ist. Insta-Heal haben sie da eingedrückt, die vom Haken gerettet wurde.
Nancy noch an ihren 75% Gen. Gar nicht gut für mich. Mist, wir gehen zum Gen zurück. Ich muss Nancy da jetzt verscheuchen und darauf hoffen, dass der Gen hinten in der Ecke von der dritten noch nicht so weit ist. Nancy, du Schwein. Und die hat auch so viel Respekt. Guck mal, wie weit die wegrennt. Die spielt ultra sicher. Drei Stacks of No Way Out. Reicht das? Ich bezweifle es. Der Gen rechts. Viele sind angeschwächt. Zu zweit. Sie hat Deadhard benutzt, aber viel zu früh. Aufheben, schnell! Boah, wo sind die Haken? Mama! Uhuhu. Okay, passt auf. Ich könnte... Nein. Ich muss jetzt campen, glaube ich. Sie sind noch nicht an die Ausgangstore gegangen, Chat. Sie heilen sich erstmal. Gute Idee. Das heißt... Was heißt das? Keine Ahnung. Ich muss sie anschwächen, bevor sie retten kommen. Und ich darf nicht zu lange hier stehen. Da vorne waren sie beide. Schade, dass ich das so spät bemerkt habe. Hat sich gegen die Rettungsaktion entschieden. Okay. Solange die in der Nähe sind, geht der Balken nicht weiter voran. Wir wollen die eine tunneln, Chat. Die hat Hope plus... Wahrscheinlich hat die Hope, die ist ziemlich schnell, die rechts von mir. Wir versuchen, die zu holen. Nein, die rennt weg vom Tor. Dann bleiben wir hier. Jetzt hat sie wahrscheinlich Hope und Made for This, beides gleichzeitig. Liegt die eine noch da? Die ist unter der Palette. Bitte kein Power Struggle. Noch wissen sie nichts von meinem No Way Out. Sie haben es noch nicht aktiviert. Die hängt zum ersten Mal. Das ist nicht so gut. Die kann ich nicht einfach totcampen. Jemand, der zum ersten Mal hängt, ist nicht so gut für mich. Die priorisieren wahrscheinlich erstmal, sich zu heilen, bevor sie retten gehen. Oh, ich höre sie wieder. Nice, oh mein Gott. Ah, buckle up oder so? Nee, made for this. Nee, na, buckle up. Egal, auf jeden Fall hat sie den Schlag ausgehalten. Die Gesunde kommt jetzt vielleicht retten. Die andere wird sich erstmal flicken, bevor sie ans Tor geht. Die Tatsache, dass sie noch nichts von No Way Out wissen, könnte noch gut sein für uns. Das könnten wir noch benutzen gegen sie. Es wäre gut, wenn sie in die nächste Phase käme. Ich muss ein bisschen weiter weg, sonst kann sie sich befreien. Zweite Phase, please. Sie treffen sich weder, um sich hochzuheilen. Das machen sie sehr abgesprochen. Zweite Phase, immerhin. Ich muss immer noch aufpassen, der Balken steigt ja über die Phase hinweg. Von links hinten kommen sie. Ich sehe sie beide. Oder zumindest eine Person. Egal, wenn ich jetzt rankriege, Hauptsache es wird ein Kill. Jetzt haben sie erst No Way Out getriggert. Gut für uns. Nice. Oh mein Gott. Jetzt schnell töten. Ah nein, das ist ein Cage noch. Oh mein Gott. Scheiße. Das ist nicht gut. Es wäre besser gewesen, wenn sie dead und hook wäre. No Way Out, jetzt getriggert. Beide wissen Bescheid. Die ganze Gruppe weiß Bescheid. Sie waren hier in der Ecke. Da habe ich beide gesehen. Nice. Sie waren dabei, sich zu heilen.
Fingment. Probiert's von hier. Die andere von hier. Ich darf nicht zu nah dran. Scheiß Anti-Camper-Mechanik. Ich muss auf beide aufpassen. Ab jetzt können sie die Tore öffnen. Hm. Sind sie schon beide jeweils dran? Eines neben mir. Die haben sich gerettet. Ich gehe auf die erstmal. Wir müssen das schlagen. Irgendwie müssen wir das ausschlagen. So viel Vorsprung hatte sie nicht. Wenn ich die hier schlage und dann zum zweiten Tor laufe. Gut oder eher nicht so gut? TWNHITWNL. Oh, die haben sich unter Marken geheilt. Mensch. Und die eine ist zurück zum Tor, nehme ich an. Nee, die ist komplett durchgesprintet. Oh shit. Die ist da hinten. Aber sie haben. Sie fangen jetzt erst an mit dem Tor-Chat. Jetzt habe ich alle drei beim selben Tor. Und das braucht 20 Sekunden, bis es offen ist. Alle drei beim selben Tor. Und zwei davon sind noch angeschwächt, also. Es ist noch nicht vorbei, okay? Sehr gut. Die kann ich Morin. Go, go, go. Die Frage ist, warum hat die Angeschwächte aufgemacht und nicht die, die gesund ist? Keine Ahnung. Viele Kratzspuren auf dieser Seite. Sie haben das andere aufgemacht. Oh, shit. Schaffe ich es, die Angeschwächte abzufangen und dann als Köder zu benutzen? Nee, ne? Die hat einen guten Vorsprung. Nee. Schaffe ich nicht, oder? Schaffe ich nicht. Mann, Chat, das ist der Trapper. Ich bin so sad. Dead hat oder so sogar noch. Mist. GG, haben sie gut gemacht. Oh, nein. Ich meine, ich hab's verdient. Meine Range-Angriffe waren zu oft daneben, Chat. Ich hab's verdient. Ah, dabei mag ich den doch eigentlich so. Das gibt's doch wohl nicht. Und schreibt was in den Chat, damit ich das blaue Symbol sehe. Wir haben eine weitere Umfrage. Ich als Trapper jetzt. Schreib in den Chat, damit ich ein blaues Symbol sehe. Chat, Mods, wenn... Wer war das? Verstörend, betörend, nicht gleich in den Chat schreibt mit einem blauen Symbol vorm Namen. Timeout. Okay. Ich hatte eh so ein bisschen Sehnsucht nach dem Trapper. Die haben wir lange nicht mehr gespielt. Oh. Und wenn sie gar nichts mehr, wenn die Person gar nichts mehr schreibt, sie hat rot Mods! Sie hat rot! Hey, sobald ich meine erste Person aufhänge, habe ich Zeit rauszutappen. Dann bist du dran. Ich hab Save the Best for Last, deshalb bist du eigentlich ein ziemlich ungutes Ziel für mich. An meiner Obsession kann ich keine Aufladungen farmen. Oh nein, bitte loop nicht an dieser Stelle, das wäre echt mega mies. Oh nein. Ah, lol. Gute Arbeit. Timeout für alle Roten? Nein, nur für Blume. Nee, verstörend, betörend. Zwei Leute sind mir entkommen. Ich versuche zu analysieren, was ist alles falsch gelaufen, was hätte ich anders machen können. Sage aber, ja, im Grunde genommen, ich hätte einfach besser spielen müssen, Chat. Und dann kommt so ein richtig fieses Ausreden über Ausreden, bla 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 von der Seite. Die einzige Person, die gerade einen 5-Minuten-Timeout verdient hat, ist verstörend betörend. Ich jag lieber die als die Obsession, weil hier bekomme ich meine Aufladungen. Ich weiß nicht, ob sie schon mitbekommen hat, dass ich das Fenster geblockt habe. Sie will das Fenster gar nicht benutzen. Interessant. What the fuck? So close, so close. Links der Gen brummt ein bisschen, aber eine Krähe sitzt direkt daneben. Also glaube ich, dass der letzte Survivor, der da gearbeitet hat, dass das schon eine Weile her ist.
Nimmst du trotzdem? Lohnt sich denn überhaupt das Umdrehen? Oh ja. Nice, hat geklappt. Der Move, dass ihr da rückwärts lauft, funktioniert nur gegen Leute, die nach hinten gucken, sehen, dass das rote Licht verschwindet und dann fälschlicherweise davon ausgehen, dass der Killer einen Richtungswechsel vorgenommen hat. Wenn es aber nicht nach hinten guckt und einfach nach Gefühl springt, hilft mir der Moonwalk leider wenig. 3 Gens fertig, ich habe einen zweiten Haken. Ich sag mal so. Läuft. Warum haben die so viel Panik? Ich bin nur ein Trapper. I'm just a poor trapper from a poor family. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me. To me, na 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 na, la 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 la, mama, I just killed a man. Skirtschub wäre gut. Klappt auch, wenn jemand tankt. Joink. Falle, check. Nächste Falle. Und die werden wir raustunneln, weil bei dem Tempo, wie die Gens angehen, wenn ich die Haken weiter querbeet verteile, haben wir ein großes Problem. Ich bin ihnen dankbar, dass sie direkt nach 10 Sekunden gerettet haben. 5, 4. Nice. Hätten sie ein bisschen länger gewartet mit der Rettungsaktion? Hätte mir das geschadet, weil ich habe mich dazu gezwungen gesehen, die jetzt nochmal zu farmen, sobald sie vom Haken kommt. Aber von einer Minute, die ein Survivor Zeit hat in seiner ersten und dann nochmal 60 Sekunden in der zweiten Phase, von diesen 60 Sekunden haben sie... ...10 Sekunden verstreichen lassen, bevor sie sich gerettet haben. Dadurch hat sie mit mir zusammengearbeitet und mir dabei geholfen, quasi ihre Freundin zu tunneln. Lieber ein bisschen länger warten, damit der Killer Zeit verschwendet, wenn er sich auf eine Person versteift. So. Fallen wieder scharf machen. Oh, die killt sich unten, die hat keinen Bock mehr. Das hilft mir natürlich auch. Ich habe immer nicht gewonnen in der Situation, auch wenn es für mich jetzt geil ist, jemanden im Keller zu haben. Aber in dem Moment, wo sie aufgibt... arbeitet sie ein zweites Mal mit mir zusammen. Das erste Mal hat sie ihre Freundin verfüttert, indem sie die zu früh gerettet hat. Und das zweite Mal gibt sie einfach auf. Und macht mir damit das Leben einfacher. Weißt du von der Falle? Oder war das Zufall? Sie ist dran vorbei. Oh, wenn sie die Palette rechts benutzen wollen würde, die ist getrappt. Hier vorne die Stelle leider nicht. Oh, ja, darauf habe ich gewartet. Du siehst die Falle, ne? Du weißt, es gibt keinen Entkommen. Liga, was du tust. Okay. Ja, jetzt ist alles easy. Nur der Schwung, dass sie da irgendwie 3 Gens fertig hatten zu dem Zeitpunkt, wo ich 2 Haken hatte. Da rutscht einem als Killer immer das Herz in die Hose. So, fehlt nur noch die Obsession, die ist angeschwächt. Das heißt, oh, davon ist eine Krähe zurückgekommen. Die wurde also vor nicht allzu langer Zeit aufgeschreckt. Das heißt, die Obsession war...
nicht am Gen, aber in der Nähe und hat überlegt, daran zu gehen. Sie war in der Nähe und hat die Krähe aufgeschreckt. Oh, haben wir vorbeigeschlichen und zum Haken. Das ist doch der Haken, an dem ich sie hatte, oder? Kein Blut? Keine Kratzspuren? Kein Survivor? Feng Min hat sich sogar hochgeheilt. Ho? Go, 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 Survivors? Tut mir leid. Also, Chat, wenn die es jetzt noch rausschaffen sollten, über die Ausgangstore... Also wenn... Nein, das ist mir anders formuliert. Wenn die es noch schaffen sollten, den letzten Gen... fertig zu machen und dann über die Ausgangstore zu entkommen, kriegt ihr 100 Subs. Was sage ich? 200 Subs. Nein, 100. 100, okay. Aber das schaffen sie nicht. Knapp dran vorbei. Hat sie die gesehen? Nee. Scheiße! Überall Fallen! Oh nein, schon wieder! Au, au, au! Wenn ihr sich selbst befreit, landet sie auf dem Boden und das gibt mir Zeit, die andere zu suchen. Meint ihr, die ist direkt wieder zurück in ihre Ecke? Feng Min liegt am Boden? Leider keine 100 Subs. Wirklich schade. Ich hätte euch gegönnt, Chat. Ihr kennt mich. Puh. Hat Schwobble eigentlich irgendwem ein Eis ausgegeben auf der Gamescom? Ich habe meine Mods zum Essen eingeladen, aber es hat sich keiner Eis bestellt. Zählt das? Müssen wir dir jetzt 100 Subs spendieren? Dann habe ich gar nicht gedacht. Nein, weil wir es vorher nicht ausgemacht haben, aber... Ja, wir sollten... Vielleicht sollten wir anfangen, solche Wetten zu etablieren. Flipflop? Flipflop. Flipflop! Oh, du hast dich für die andere Seite entschieden? Oh. Ja, 4A. GG in der LOL. Jess, danke für die 16 Monate. Super lieb von dir. Hi. Chat, beim Perk Wildpferd, ja? Das lässt dann ja doller denn je hin und her wackeln. Das wurde verbessert in der Vergangenheit. Und dann ist ja noch ein zweiter Faktor, dass wenn der Killer mit dir irgendwo runterfällt, dass dann der Wiggle-Balken instant ein bisschen anspringt. Texas Chainsaw Massacre? Morgen bestimmt, oder? Für heute wollte ich, vor allem jetzt, weil ich wieder auf den Trapper zurückgefallen bin, würde ich eigentlich ganz gerne DBD ein bisschen durchzimmern. Wenn euch das nicht zu sehr stört. Okay, wir haben den Hit-and-Run-Geist. Das heißt, was ich machen möchte ist... viele Leute ansprechen. Und dann das Target wechseln.
Jetzt haben wir hier zwei Leute angesprecht und wir haben ja auch Nurses Calling mit dabei. Das heißt, wenn ich jetzt nach der Dame mit dem Medikit suche, könnte es sein, dass sie uns gleich angezeigt wird. Mal gucken. Ja, sobald wir in ihre Nähe kommen, sehen wir, dass sie sich heilt. Da vorne zum Beispiel. Direkt vor unserer Nase. Hat jetzt abgebrochen. Sehr gut für uns. Perfekt. Das heißt, sie hat jetzt umsonst ihr Medikit so ein bisschen genutzt. Die Aufladung, die sie benutzt hat bisher, die kommen nicht zurück. Die sind jetzt verloren. Das heißt, sie hat maximal nur noch einen Heal übrig in dem Ding. Und wir haben die Gens beschützt in der Zwischenzeit. So machen wir das jetzt auch weiter. Mal sehen, ob die Ada repariert hat hier vorne. Sie versteckt sich links. Die läuft direkt in mich rein. Junge, was ist los mit dir? Hier sind keine Paletten, oder? Competitive Corner? Ada? Das sind ja E-Sports-Techniken. Einfach in die Ecke laufen. Damit der nächstbeste Haken möglichst weit entfernt ist und dem Killer möglichst viel Zeit geklaut wird. Nicht schlecht. Wow. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir die eine tunneln wollen oder nicht. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nice. Einen weiteren Gen verloren. Mal gucken, ob sie einen Distract besitzt. Nope. Ich hänge sie wieder in der Ecke auf, weil sie von da aus Schwierigkeit hatten, eine Palette oder ein Fenster zu erreichen während der 10 Sekunden Borrow Time. Ist gemein, aber... Wir sind ja nicht hier, um Freundschaften zu schließen. Darf man immer nach links weglaufen sehen? Oh, doch, jetzt. Nice. Hallo. Wir zerstören es von dieser Seite. Ey, das hält von meiner Nase. Sie müssen sich beeilen. Ich zwinge sie jetzt dazu, eine Entscheidung zu treffen. Palette versperren, kann sie nicht mehr benutzen. Versucht es, kommt einfach nicht ran. GG. Sie haben Taschenlampen mit dabei. Wir müssen also aufpassen beim Aufheben, dass wir uns nicht blenden lassen. Sollte so passen. Nice. Okay. Sorry. Nicht böse gemeint. Ich versuche nur Fortschritt zu erzielen. Ihr wisst schon. Drops laufen nicht übers Handy. Okay. Danke für die Info. Aua. Beide auf der gleichen Seite, dass man nicht lecker ist. Hallo, süßer Ace. Keine Palette hier, sorry. Die hinterlässt keine Kratzspuren, what the fuck? Achso, sie hat die ganze Zeit off the record. Nee. Hä? Chat. Wieso hat sie keine Kratzspuren hinterlassen jetzt? Was für Möglichkeiten gibt es? Während ich unsichtbar bin, müsste ich Kratzspuren sehen. Warum haben wir keine gesehen? Hat sie dieses komische... Nicht off the record, sondern... Das Perk, wo man auch nicht blutet, von der Yui? Oder gab es einen Shadow Step in der Nähe? Es müsste dieses Yui-Perk sein, oder? Lucky Break heißt das, genau. Low Profile? Das ist von Off the Record. Aber wenn Off the Record noch aktiv gewesen wäre bei ihr, dann hätte ich sie ja nicht one-shotten. Dann hätte ich sie ja nicht umhauen können. Dann hätte sie den Schlag aushalten müssen, oder?
Wir können uns gleich mal Adas Perks angucken. Bin gespannt, was das war. Glück gehabt heißt das. Also Lucky Break, ne? Wenn sie einen Gen angefasst hat, dann hat sie kein Borrowed Time mehr. Aber die restlichen Effekte noch von Off the Record, meinst du? Ich guck gleich mal. Wir gucken mal kurz die Perks an. Interessiert mich auch, was genau da los war. Die sollen, glaube ich, gereworked werden. Ich glaube, die bekommen eine Überarbeitung jetzt kommendes Jahr. Wann genau, weiß ich nicht, aber man darf gespannt sein. Hallo Lars! Hoi! Bisher alles mucksmäuschenstill. Wow. Hier ist jemand. Hat sich da hinten versteckt. Die hat ja ein schönes Outfit an. Hallo. Flink. Okay, Flink ist raus. Das ist gut für uns. Oh, gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Jetzt will sie zur Palette. Oh, wenn du mich noch einmal austrickst, werde ich riesig fuchsig, Bro! Wer, du machst das nochmal mit mir! Spiel nicht mit meinen Gefühlen, du Drecksau! Jetzt muss ich den Hammer benutzen, obwohl ich nicht will. Es gibt nichts Erniedrigenderes, als auf einen Hammer zurückzugreifen, nachdem man zweimal mit der Kettensäge gefehlt hat. Es ist so traurig! Warum bringst du mein Herz? Ich wusste, dass du jetzt wie shiftest. Ich bin in deinem Kopf. Hörst du? Ich bin in deinem verfickten Kopf, Mann. Oh, mit Bloodlust jetzt? Kein guter Start, Chat. Kein guter Start. Ich möchte sagen, dass nach dem ersten Fail wir gut recovered sind, weil ich sie an der Palette geblockt habe und sie vor mir stand und ich dachte, warum komme ich nicht zur Palette? Na, weil ich mich da vorgestellt habe. Aber dann der zweite Fail hintereinander, der war scheiße. Das war gar nicht gut. Okay. Über Barbecue habe ich niemanden gesehen, Chat. Rettungsaktion. Tunneln oder nicht? Nee. Wir suchen jetzt jemand anderes. Der hat ihre Sache gut gemacht. Die würde mich nur Zeit kosten, wenn ich weiter an ihr dran bliebe. Die guckt nicht so viel nach hinten und läuft in eine Richtung, wo schon viele Paletten gezogen wurden. Das brauche ich. Davon brauchen wir jetzt mehr. Schnell. Das Schlimmste, was ihr machen könnt als Hillbilly, ist es, nach so ein paar gefehlten Kettensägen nur noch den Hammer zu benutzen. Wenn ihr auf die Kettensäge verzichtet, dann spielt ihr einen Maus-1-Killer. Ein Trapper ohne Traps. Ein Ghostface ohne Stalken. Eine Nurse ohne Teleportation. Ist doof, wenn es mal nicht klappen will mit der Kettensäge. Hier ist jemand hinter dem Dings. Ist doof, wenn es mal nicht klappt, aber das passiert Anfängern wie Profis. Manchmal läuft es einfach nicht so gut mit der Kettensäge. Bleibt einfach dran, macht weiter. Lasst euch davon jetzt nicht so beunruhigen. Ich habe sie eingesperrt. Sie kann es nicht retten und kann nicht weglaufen. Na, oh. Scheiße. Hey! Schnell aufheben. Schade, dass die vierte Person da war. Ich hätte sie gerne noch ein bisschen eingesperrt gehalten, um Zeit zu schinden.
Für Sinn. Wir bleiben mal dran. Falls sie ein Dead Heart hat, kann sie das so nicht einsetzen. Zu lange gezögert. Alright. Oh. Ich glaube, wir haben uns gerade wieder ins Game zurückgefuchst. Wärst du weitergelaufen wie am Anfang? GG. Hallo, Trapper. Aber... das hat uns eben sehr weitergeholfen. Ich würde gerne die angeschwächte Survivorin holen. Die ist irgendwie an den Map-Rand gelaufen. Ich höre sie sogar stöhnen. Ja, sie. Hatte sie vorhin ein Medikit in der Hand? Hab nur so getan, als ob ich meine Kettensäge benutze. Nice. Kettensäge antäuschen funktioniert auch immer gut. Ihr lauft auf die Palette zu. Zieht die Kettensäge für eine Sekunde an. Der Survivor denkt, oh, der Killer hat die viel zu spät rausgeholt. Die Kettensäge wird niemals rechtzeitig auf 100% sein. Ich werde locker, flockig, eine weitere Runde laufen können, bevor die Kettensäge fertig ist. Haha, dieser Idiot. Was der Survivor dann aber nicht weiß ist, dass ihr zu dem Zeitpunkt die Kettensäge schon wieder eingesteckt habt. Und ihn vor seiner Runde einholt. Ich würde super gerne der Angeschwächten hinterher, aber... ich glaube, daraus wird nichts. Wen verfolge ich denn hier gerade? Mit der habe ich noch gar nichts zu tun gehabt, oder? Das lohnt sich nicht. Ich brauche jemanden, der schon mal am Haken war. Fuck that. Haben sich gerade geheilt. Doppelter Fenstersteige, vielleicht läuft sie mich rein. Sieht nicht so aus. Doch? Nee? Wo ist sie lang? Über die lange Seite. Fuck. Da ist sie. Zwei Leute gleichzeitig, die wir beschäftigen. Ich brauche die, weil die Dead on Hook ist. Ist er links weg? Die Kratzspuren sind so schlecht zu sehen im Sand. Oh mein Gott. Oh my lord. Wo ist sie? Die Jens, Bro! Ich hab doch mich zurückgekämpft und jetzt ist Leerlauf. Ich hab niemanden. Ah! Weg mit dir! Ich hab mir doch... was ist passiert? Ich hab mich doch zurückgekämpft. Wieso verlieren wir jetzt plötzlich wieder? Hier draußen sind kaum noch Paletten. Schnell, bevor die mit Adrenalin oder so im Shit aufsteht. Bitte, Baby. Wer ist noch tot, Chat? Nachdem müssen wir uns... nachdem, Jane und die andere da, ne? Jane und Short oder so. Nachdem müssen wir Ausschau halten. Ja, die ist auch tot, wenn ich sie kriege. Benutzt ihr Flink? Naja. Let's go. Warte, ist sie tot? I don't know. Sie sind auf jeden Fall in allen Gens gleichzeitig. Macht sie gut. Die frühzeitig zu werfen ist in Ordnung, weil sie weiß, dass ihre Freunde bald fertig sind mit den Gens. Ich glaube, wir machen mal kurz einen Ausflug. Doch nicht. Macht sie an? Hat die Adrenalin? Nee. Okay, wir haben 3 Stacks No Way Out, Chat. Ist noch nicht vorbei. Die ist tot. Ich habe über... Dings habe ich niemanden gesehen. Barbecue Chili hat mir niemanden angezeigt. Ich gehe also nicht davon aus, dass sie am hinteren Tor sind, sondern wenn überhaupt, an dem hier. Das kann sich aber ändern auf Dauer. Vielleicht im Haus, oben in Sicherheit? Inzwischen könnten sie auch zum anderen Tor gelaufen sein. Fuck me. Da haben sie es probiert. Haben wir eben nach rechts weglaufen sehen? Nee, ne? Da ist sie. Nice.
sehr gut. Sie bleibt hier sogar. Nice. Dachtest du, ich zersäg die Palette, Mausezahn? Nein! Wir hängen sie sofort auf. Mit Barbecue und Chili. Oh nein, warte. Jane war so... Die war so auf. Du siehst meine Aura nicht. Die hatte auch Calm Spirit und so ein Shit dabei. Jane könnte tatsächlich drüben sein. Und wenn sie da ist, was tue ich? Von hier aus sehe ich das Tor auch, das ist okay. Sie retten sich. Mein No Way Out ist auf Cooldown jetzt. Nice, warten und dann sluggen. Sie hat noch 3 Sekunden oder so Borrow Time. Da war ihr Dead Heart, haben wir ausgeschaltet, sehr gut. Jane könnte direkt ans Tor gelaufen sein, Chat. Ist sie aber nicht. Wo ist meine kleine Jane? Nochmal aufhängen. Ich darf sie nicht über das Tor entkommen lassen. Sie darf nicht über das Tor entkommen. Wenn sie sich aufheben, sind sie hinterm Gebäude. Ich muss natürlich mit einberechnen, dass die Geslackte auf die andere Seite krabbeln könnte. Irgendwohin, wo sie näher an den Toren sind. Haben sie sich aufgehoben? Aber wo? So weit weg ist sie noch nicht. Hier. Nice. Jetzt kann Jane leider aufmachen, während ich mit der beschäftigt bin. Oder? Warte, vielleicht schafft sie es nicht. Sie hat nicht so viel Zeit rausgeholt. Schnell. Da ist sie. Oh, Gott sei Dank. Okay. Oh. Unbreakable glaube ich nicht. Die haben sich gegenseitig geholfen. So wird es ausgesehen haben. Wir müssen jetzt nur... Wir dürfen nicht zulassen, dass sie sich nochmal aufheben, Chat. Weil, sobald sie sich aufsplitten, habe ich ein Problem. Nicht zulassen, dass sie sich nochmal hochheben. Solange wir das unterbinden, ist alles gut. Ich würde lieber mit der Säge sie holen, als mit dem Hammer. Weil ich dann keine 2 Schläge brauche, sondern nur einen. Palette versperren. Oh, nice, das ist gut. Jetzt einen Schritt auf sie zumachen, so tun, als ob wir sie rausholen. Funktioniert immer wieder, Chat. Es tut mir leid, dass ich so viel rede. Passt auf. Die Situation kommt so häufig vor, dass Survivor sich gegen den Hillbilly in einem Spind verstecken wollen. Was ich jetzt gemacht habe ist, ich bin auf 90% geblieben, hab ein bisschen gewartet, bin dann einen Schritt auf sie zugelaufen und dann kam sie in mich reingesprungen. Warum kam sie in mich reingesprungen? Weil ich bin auf 90%, sie geht in den Spind rein und viele machen jetzt Folgendes. Sie warten ab, lassen diesen Balken wieder sinken, stecken die Kettensäge weg, laufen dann schon mal vorbereitend auf den Spind zu, um aufzumachen und den Survivor rauszuholen. Das ist risky, wenn ihr das macht. Wenn der Survivor ein gutes Gefühl fürs Timing hat, kann es sein, dass der Survivor in der Situation, dass er mitzählt und dann rausgesprungen kommt, wenn ihr die Kettensäge dabei seid, wegzustecken. Und dann die Kettensäge wieder auf 100% aufladen, dauert und könnte dem Survivor genug Zeit geben, um eine Palette oder ein Fenster zu erreichen. Das heißt, was ich bevorzuge in so einer Situation ist, Kettensäge auf 90% lassen, kurz warten, so lange wie es gedauert hätte, um die Kettensäge wegzustecken, dann einen Schritt auf den Spin zumachen und der Survivor springt in 90% der Fälle euch in die Arme. Close game. GG. Boah. Wenn ich zu viel laber, sagt mir, dass ich die Klappe halten soll. Latten! Dankeschön, Latte, für den Sub. Hoffe, dem uns gefallen dir. Und Diana, danke für die 56 Monate. Vielen Dank für den Support. Du bist doch hier, um zu reden? Ja, aber ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber... Also dem einen oder anderen kaue ich mit solchen Tipps das Ohr ab. Sie haben sich die Map gewünscht. Tja. Typisch Survivor. Wünschen sich immer die dreckigsten aller Maps. Das werden sie bereuen. Unterschätzen meine Macht. Warum musste der Sprint haben? Mama! War eine Freddy-Runde möglich?
Wir spielen die der Reihenfolge nach. Freddy müsste gar nicht mehr so weit entfernt sein. Mist, ich dachte, er läuft auf mich zu. My bad. Okay, Chat, keine Panik, okay? Läuft doch alles gut. Der ist, das erste Mal hatte er seinen Sprint ready. Und so. Jetzt kommt er mich reingesprungen. Alles gut, läuft doch wunderbar. Jetzt holen wir uns hier Skirtschocks ran, um den Fortschritt zu unterbinden. Und dann fliegen wir Richtung Hauptgebäude, würde ich sagen. Da habe ich ein oder zwei Leute reingehen sehen. Es war damit zu rechnen, dass sie sich inzwischen verstecken, aber dafür habe ich ja Nowhere to Hide mit dabei. Und die anderen heilen sich unter Marken. Kann ich auch noch dazwischen funken? Habe ich das richtig gesehen? Ja, ne? Bin ich blind? Hier vorne war jemand. Hallo. Warte, der Haken war woanders. Was mache ich hier? Sehr gut. Sie hatten... Hatten Sie auch eine Taschenlampe dabei oder waren es alles Medkits? Kein Skirtschuck in der Nähe, leider. Drei Medis? Was war das vierte? Oder hatten Sie kein viertes Item? Hochgeheilt. TWNH. Sehen wir jemanden? Nope. Warum nicht? Da vorne, maybe? Kratzspuren. Wir treten trotzdem erstmal den Gen. Vielleicht gibt es hier dadurch jemanden zu erkennen. Jupp. Guter Richtungswechsel. Will ich sie da drin verfolgen? Viele Sichtbrecher. Flink ist raus. Jetzt hat sie keinen Flink mehr. Da vorne war noch jemand, oder? Das waren zwei. Das habe ich gesehen. Hat sich ein Insta hier gedrückt? In den Medikits sind Styptic Agents drin. Die holen sich da Borrowed Time immer wieder rein. Die Ficker. Kostet mich Zeit. Scheiß Insta-Heals. Mist. Ah. Das ist nicht gut, Chat. Das ist nicht gut. Das ist genau der Leerlauf, den wir eigentlich nicht brauchen. Ich werde die Scheiße aus dir raustunneln müssen. Wobei, die hängt jetzt auch zum ersten Mal, ne? So viel Arbeit für einen First Hook. Will man eigentlich nicht als Killer. Meint ihr, die kann sabotieren? Der hat eine Taschenlampe, ich glaube nicht. Die anderen werden reparieren zu zweit in der Shack. Gebe ich ihnen das oder gebe ich ihnen das nicht? Ich glaube, das gebe ich ihnen gratis und beschütze stattdessen diese Ecke hier. Oh fuck, der ist fast fertig. Das ist mies. Die konnte sich die ganze Zeit selbst befreien, die hatte Deliverance. Ich habe also umsonst hier gestanden.
Dann bestimmt auch ein D-Strike. Schlechtestes Ziel. Super tanky. Okay. Sieht nicht gut aus. Der hing schon mal. Besser als nichts. Let's go. Was hatte der für einen Exhaustion Perk? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht unbedingt herausfinden. Let's go. Okay. Eines im Haus. Ich brauche jetzt einen Kill bald. No! 75%, fast fertig. Die läuft weg, gigaweit weg. Der Nebel ist so übel, Bro. Ich kann auf Distanz so gut wie nichts sehen. Richtig scheiße. Okay. Ja, ohne Insta-Heal ist es dann nicht mehr so schön, hä? Huh? Dein Item ist nämlich weg, weil du es eingesetzt hast, blöde Kuh. Noch sehen wir ihre Augen. Ich glaube, sie sagen einander, wenn ich in deren Richtung gucke. Die kommunizieren viel. Das wird neuer Skirtschuk. Okay, Survivor Nummer 2 ist angeschwächt und Dead on Hook. Der Gen oben im Haus war 75%. Der hat auch gerade Schaden bekommen. War da noch jemand oder sind sie zu zweit retten gegangen? So schnell wie die Folge heilt war, waren sie bestimmt zu zweit bei der Rettungsaktion beteiligt. Einer ist am Gen da unten. Mist, fast. Ich hätte nachblinken sollen. My bad. Einmal gegentreten. Wir können auch Survivor Nummer 4 holen, die ist auch Dead on Hook. Zwei Survivor, die sterben, wenn wir sie fokussieren. Alright. Alright. Hat sich noch niemand dazu hinreißen lassen, retten zu gehen? Wo sind die? Im Haupthaus? Da vorne ist jemand. Gen oben klingt okay. Ich glaube nicht, dass da jemand dran war. Trotzdem gehen wir kurz gucken. Ah, doch, hier ist irgendjemand. Irgendjemand hat sich hierhin gesneakt. Niemand, den ich jetzt gerade sehe. Aber irgendjemand war da. Sie haben jetzt mehrere Gens fast fertig. Der hier ist auf 75, der oben auf 50. Schwierig. Sehr schwierig. Nicht gut. Läuft mir die Arme? Wenn ich sie kriege, ist sie tot. Dann schaffen sie es nicht mehr. Aber ich brauche sie. Dringend. Schnell. Mit Flink weggedüst. Die anderen reparieren jetzt mit Hochdruck. Ihr Gen war auf 75. Die werden fertig. Ich kann nur hoffen, dass sie keinen Adrenalin besitzt. Sieht nach W-Shift aus, aber ich will sicher gehen. Ein Failblink wäre jetzt nicht gut. Adrenalin in dem Moment. Mist. Und wieder Speed. Und wir haben keine Anti-Tore. Seht ihr, das ist eine Runde, wo tatsächlich jemand der Nurse entkommt. Scheiß Medikits, scheiß Insta-Heals, verdammte Scheiße, ihr Ficker. Oh mein Gott, ich werde dich ausbluten lassen. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde deine Freunde dazu veranlassen, so ein scheiß großes Mitleid mit dir zu haben. Wo bist du? Wer du kommst? Nein, ich krieg wenigstens zwei Kills. Als ob du noch zum Tor kommst. Nein, ich werde den Seelen-Selim in dieser Schaft.
Hat sie... Das ist eine Waffe! Nein! Ich brauche wenigstens ein Unentschieden! Das kratzt an meiner Ehre! Oh mein Gott! Geht weg! Bitte geht weg! Lass mich sie raustragen! Verpiss dich. Sie will direkt abzupfen hinter mir. Nee, ich will sie doch nicht. Oh. 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 GG, I guess. Auf Ihre Bestellung. Wäre gut, wenn ich was hören könnte. Okay. Alright. Danke nochmal für 15% Rabatt für meine Hochzeitsuhr. Hey, danke fürs Bestellen, ihr Lieben. Dankeschön. Wer repariert hier? Das ist schon eine Weile her. Doch nicht? Hab gelogen. Hallo. Okay, ich glaube, die ist tollpatschig. Wir beißen uns fest. Ich mag tollpatschige Survivor. Guckt nicht viel nach hinten, läuft erstmal nur auf gut Glück geradeaus. Oh mein Gott, vorbei an allen Paletten. Oh, ich glaube, ich habe eine Lieblings-Survivorin diese Runde. Kein einziges Mal zurückgeguckt. Einfach nur geradeaus, geradeaus, geradeaus. Sehr gut. Oh, der Hügel sieht gut aus. Tunneltown? Das ist mein erster Kill. Ich habe noch gar nicht getunnelt. Also, ich sag nicht, dass es auch nicht kommt. So, mal abwarten, was die Zukunft bringt. Jetzt ist die Frage, auf wen gehen wir? Dwight oder die tollpatschige Dame, die nicht nach hinten guckt? Die macht bestimmt auch Fehler an der Palette hier. Ja. Jemand anderes hat sich genähert, vielleicht mit einer Taschenlampe, Chat. Solange wir gegen die Wand gucken, kann es uns nicht bl- Granate! Wow! Okay. Auf Granaten muss ich dann vielleicht doch aufpassen. Sehr gut. Danke für die Zusammenarbeit. Oh mein Gott, das sind meine Freunde bei den Survivors. Oh ja? Wie viele Subs ist dir ihr Überleben wert? Nein, Spaß, die sterben so oder so. Dwight versucht sie zu verstecken. Oh shit. Vielleicht kriegen wir noch eine Palette. Sehr gut. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn das jemand ist, den ihr kennt. Sollen wir ein bisschen lieber spielen? Oh, die ist tot. Zu spät. Hm. Wir können zu den anderen lieb sein. Kaltblütig, was ist los mit dir? Chat. Es ist so lange her, dass sie im Chat, dass mir begegnet ist im Spiel und gesagt hat, hey, danke, dass du so lieb gespielt hast. Weil wir die meiste Zeit halt ein bisschen härter durchgreifen. Das ist meine Obsession. Ich lasse sie mal da durchspringen, damit sie in die Falle geht, dann muss ich sie nicht schlagen. Und wenn ich es vermeide, sie zu schlagen, verliere ich keine Aufladungen auf. Das Beste kommt zum Schluss. Du wärst nicht du, wenn du lieb spielst. Das macht sie ganz gut, wenn sie da oben bleibt und mein Movement beobachtet.
Oh, wieso ist sie runter? Hm. Wäre sie oben geblieben, hätte sie genau mitverfolgen können, ob ich jetzt von welcher Seite ich hochkomme, ob ich antäusche oder nicht. Und hätte dann eben auf der anderen Seite vom Hügel abspringen können. Aber in dem Moment, wo sie unten auf mich gewartet hat, hat sie mir halt einen Gefallen getan, ne? Das hat sie wiederum gut gemacht. Zwei Leute zum Haken, beide angeschwächt. Mal sehen, ob sie für den Dwight tanken möchte. Ja, aber dann stirbt sie. 6, 5, 4. Oh oh, die Palette versperre ich dir. Oh, du hast einen Sprint. Verdammt! Ja, aber die Check ist nicht sicher. Da sind überall Fallen, sage ich dir. Oh, jetzt hat... Hat die gerade in der Sekunde jemand entschärft? What? Oh. Wir haben einmal bei Pyramid Head und einmal bei der Nurse verkackt. Bro. Frag mich nicht. Das war sie vorhin, oder? Nein, da war noch jemand dran. Oh, was? What? Meint ihr, er hat Balance Landing oder warum rennt er da hoch? Oh Mann, ja, aber er wurde so ein bisschen von ihr geblockt. Schade, 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 schade. Wir lassen ihn retten gehen. Hängen sie erstmal auf. Sollte er noch rechtzeitig schaffen. Bei der Nurse ist es echt eine Seltenheit, ja. Das stimmt. Okay. Ist jetzt natürlich doof für die Survivor, die haben halt schon eine Person eingebüßt. Zu dritt ist das ein ganz anderes Spielerlebnis als zu viert. Hat man ja gesehen, eine Person hängt am Haken, die anderen versuchen sich voll zu heilen. Wenn der Killer sie dabei findet durch Zufall, dann wird es halt super chaotisch und keiner kann mehr wirklich an Jens arbeiten. Selbst die Rettungsaktion wird dadurch schwer. Hm. Ich würde sagen, wir bleiben hier. Die Jens können uns zum jetzigen Zeitpunkt egal sein. Das schafft ihr alleine nicht, 3 Jens fertigzustellen. Es würde uns mehr Zeit kosten, wenn sie jetzt nochmal rettet und wir dann immer wieder abwechselnd die Leute aufhängen. Wir beobachten einfach nur den Horizont und gucken, ob da jemand langschleicht für eine Rettungsaktion. Und wir können gucken, ob sie Opfergaben für die Luke geworfen haben. Oh. Die hat sie mir vorbeigeschlichen. Oh. Off the record. Ich hätte die andere gejagt, aber die hat sich gut versteckt. Tut mir leid. Balance Landing. Die Palette hast du geworfen, Großer. Du wusstest doch, dass sie nicht mehr da ist. Ist morgen ein normaler Stream? Muss meinen Tag planen? Ja, morgen sind wir ganz normal da. Vielleicht ein bisschen früher.
damit wir bei der Challenge schön Fortschritt erzielen. Aber ja, nee, morgen, am Wochenende ist ganz normal Stream angedacht. Dürfte ich einen Vorschlag machen, Herr Streamer? Könnte man eventuell beim nächsten Run von hinten mit der Liste anfangen? Ich finde, das wird dann so unübersichtlich. Wenn man sieht Trapper, weiß man, Trapper Main hat verkackt. Wenn ich jetzt mit dem Alien anfange, dann werde ich halt 10-mal hintereinander beantworten müssen, dass ich leider nicht am Ende der Challenge bin, sondern am Anfang und wir einfach von der gegenüberliegenden Seite den Startpunkt gesetzt haben. GG. Können wir dann mit noch mehr Leuten spielen? Ich auch nicht. Das ist schon mal ein Gratis-Hit. Oder schafft sie das noch? Boah, ist sie schnell. Wow. Hab nichts gesagt. Kein Gratis-Hit. Hab gelogen. Sorry. Ich bleib mal hier stehen und guck, ob sie zurückkommen. Hallo. Die Palette hier unten ist gezogen, süße Maus. Was machen wir jetzt? Danke, dass du angelaufen kamst. Die will aufheben und mich stunnen mit ihrer Palette. Hast du Flink? Wir werden es nicht herausfinden. Wie wär's wieder mit deinem Gesicht schminken? Hat letztes Jahr echt gut funktioniert. Wir können auch wieder so eine Schminksession einbauen, klar. Aber sieht halt meistens scheiße aus, wenn ich das mache. Wer repariert hier? Komm her, kleine Maus. Wo willst du hin? Nicht an den Gen. Ich glaub's nicht. Okay. Und dann denkst du, ich respektiere diese Palette. Was denkst du eigentlich schon? Ja. An der Stelle nicht gezogen. Mutig. Sehr mutig. Sehr, sehr mutig. Will sie wieder an meine Palette? Sie ist auf jeden Fall noch in der Nähe. Haben die sich geheilt neben mir? Das ist bestimmt durchs Fenster. Hat sich auf der falschen Seite ausgesperrt. Hinten heilt sich jemand, Chat. Wir haben Nurses Calling. Dadurch sehe ich sie. Können sie interrupten. Dann ist der ganze die ganze Heilung, die sie jetzt hatte, ist zunichte gemacht worden. Innerhalb von ein paar Sekunden. Jetzt muss sie von vorne anfangen. Falls sie ein Medikit dabei hatte, ist das angebrochen. Hat Ladungen jetzt weg. Sloppy Butcher ist cool. Mal sehen, ob wir sie nochmal treffen beim Heilen. Da ist sie. Sie wird geheilt diesmal. Das geht ein bisschen schneller, als wenn man zappt. Ja, fertig. Oder? Hallo! Balance Landing oder Flink? Keine Ahnung. Balance Landing, so lange, wie sie noch schnell war. Okidoki. Läuft doch gut bisher. Moin, Chat und Schwabbel. Spielt ihr heute noch was anderes oder nur DBD? Heute ziehen wir DBD durch. Wir haben dafür heute irgendwie umgekehrtes Programm gemacht. Wir haben mit Horror begonnen. Das ist gerade das erste Spiel. Also falls ihr ab und zu mal in VODs reinguckt,
Das erste Horrorspiel fand ich heute echt gut. Das werden wir demnächst auch fortsetzen. Bisher ist, glaube ich, nur Episode 1 auf dem Markt, aber sobald Episode 2 erscheint, werde ich dahin zurückkehren und das weiterspielen. Ich fand das echt gut. Was ist hier los? Oh, hier sind sie am Machen. Shit. Werbung erinnert mich automatisch an den Prime Soap Lul. Was willst du denn hier machen? Okay. Mal gucken, ob wir wieder Leute finden, die sich heilen. Uhu. Und ich will auf den Balkon hinten. Gen auf 0, Gen auf 0. Okay, was machen die? Sind sie zurück zu dem Gen hier vorne? Naja. Da ist jemand! Oh, gut gemacht. Die Gunst der Stunde genutzt, um einfach loszulaufen. Verfolgt sie? Kann ich sie hier irgendwo abbremsen? Nee, ne? Rechts wäre eine Palette gewesen, links auch. Zu gierig. Zu gierig, zu gierig, zu gierig. Wir haben ein paar Cocky Survivor dabei, die mit den Paletten sehr sparsam umgehen. Wartet. Die heilen sich da vorne. Ich will runter. Schnell. Hi! Schade. Komm immer ein ganz kleines bisschen zu spät. Eine sehr starke Palette, gut, dass wir die weg haben. Der Gen ist immer noch auf 0%, oder? Ja. Kratzspulen, jemand rennt zum Haken. Huff. Ich wünsche, wir könnten mehr Leute gleichzeitig angeschwächt halten. Dadurch, dass sie sabotiert, hat sie keinen Destroyer mehr. Der Tat. Ich hätte es wissen müssen. My bad. So close. Hier kann man gut rumhauen. Wieder die Gens angucken kurz. Wo sind die? Ich sehe niemanden reparieren. Die sind so vorsichtig. Das macht mir immer Sorgen, wenn ich eine Weile niemanden an den Gens sehe und nicht weiß, an welchem Gen arbeiten die denn jetzt eigentlich. Der hier unten, der war vorhin schon relativ weit. Hat gesehen, dass ich in der Nähe bin. Hm. Nicht der beste Loopspot hier. Das Fenster gesperrt. Das kostet mich Zeit hier. Gefällt mir nicht. Kriegen wir sie? Ich dachte, sie nimmt das Fenster. Das macht sie so gut. Das macht mich wütend. Ich kann nicht. Das kostet mich zu viel Zeit. Das kostet mich viel zu viel Zeit. Die kriegen gratis Gens überall. Das ist nicht gut. Ich muss irgendwas an meiner Strategie ändern. Fuck me. Let's go. Die freut sich über einen Maus-1-Killer. Das macht sie gut. Ich muss das jetzt irgendwie kontern, indem ich erstmal ihre Freunde auseinandernehme. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Warte. Blutspuren hier lang? Okay.
springt hier runter. Ich springe hinterher. Hat sie einen Plan? Vielleicht gibt sie mir die Palette hier. Okay. Ich bin nicht mehr enttarnt. Die ist genau das Gegenteil von der Nancy. Die hier ist sehr, sehr ängstlich. Sie hat off the record vor mir. Hängen sie zum zweiten Mal? Okay, Jolt muss jetzt reinballern. Ich hoffe, es kommt jemand von vorne. Nein! Oh mein Gott! Sorry, Chad. Das hat auf jeden Fall gut getan hier. Gute Arbeit. Es sind genug andere Haken in der Nähe. Kein Problem. Wir wollen nach oben, oder? Die Gents draußen abchecken. Oh. Sie will zur Palette. Haben sie lange genug geblockt? Gut. Okay, also bis eben... hatte ich ein bisschen Schiss, aber jetzt ist die Welt wieder schön. Gut job. Sie haben sich gerettet. Vielleicht laufen sie über mich rein. Also über diese Seite mich rein. Nein, die sind hoch, obwohl ich da eben noch war. What the fuck? Close. Waren alle drei hier? Ja, ne? Eine war auch noch hinter mir. Hat die wieder off the record? Ja. Nein, hat sie nicht. Boah, die Survivorin ist giga leise, Chat. Dia. Talita. Talita ist ja super leise. Gute Survivorin. Oder sie hat Eiserner Wille mit dabei. Not bad. Dead hat abwarten diesmal. Da war's. War das kein Dead Heart? Wir können es alle Zeit der Welt nehmen. Die letzte wird keine zwei Gens fertig kriegen. Wir tun uns als ob wir uns enttarnen. Du bist so eine Gedankenleserin. Lass Nancy durch die Luke entkommen? Nee, nee, nee. Aber wir müssen sie auch nicht unbedingt ausbluten lassen. Ich gehe sie aufheben. Hat sie ja gut gemacht. Gute Nacht, Anna. Schlaf schön. Altes Iron Will und Calm Spirit. Rip an die Perks, weil sie so nicht mehr existieren.
Luke muss ganz in der Nähe gewesen sein. Wir haben Kratzspuren gesehen. Bevor er jetzt jemanden aus deinem Team aufhebt. Nochmal die gleiche Map, zwei miteinander auf Map-Wunsch hin. Mit Hillbilly ist sie nicht ganz so geil. Mit Geist habe ich mich bedankt, aber mit Hillbilly? Frech, ekelhaft. Ich hab nur so getan, kleine Maus. Boots! Erreicht sie das Fenster noch? Ich denke schon. TVN-Depp. Liebelein, was machst denn du? Was ist denn los mit dir, süße Maus? Hör mal. Da war eine Palette zu deiner Linken und du läufst rechts entlang. Das gibt mir zu denken, Nosch. Mr. Stormpooper, danke für die 5 Monate. Vielen Dank für den Resub. Hallo. Balanced Landing, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Das könnte jetzt lustig werden. Sie ist nicht drauf reingefallen, dass ich angetäuscht habe. Wow. Mutige junge Dame. Oder sie ist einfach doof. Auf jeden Fall haben wir 2 Paletten rausbekommen auf der Außenseite. Ist gut. Mal gucken, was die noch so dabei hat. Ich glaube, wir wechseln nach oben. Ich will nicht, dass der Gen repariert wird. Oh. Die eine hat Object of Obsession mit dabei, oder? Ich sehe die immer wieder aufblinken da hinten. Oh. Zwei Leute auf der gegenüberliegenden Seite. Eine Person war hier. Sind am Haken. Off the record wieder. Kann ich nicht tunneln. Sie fallen nicht auf das Kettensägen-Antäuschen herein. Sie gehen da immer auf Nummer sicher und ziehen einfach, bevor ich da durchlatsche und sie aufsäge oder den Hammer hole. Das machen sie ganz gut. Nice. Sollte ich erreichen, oder? Fuck, die ist so schnell. Merkt ihr das, maybe? Langsam drüber? What the heck? Und nochmal ein Balanced Landing hinterher. Ah, verdammte Scheiße, komm endlich her! Irgendwann sind die Paletten mal vorbei! Ah, keine Paletten mehr! Unten wieder eine Palette. Oh mein Gott. Okay, Dude. Das dauert ewig. Bro, ich hasse diese Map so sehr. Ich werde nicht mit dem Hellbilly scheitern. Wir werden jetzt hier einfach irgendjemanden umbuttern und dann verfickt nochmal. Was mache ich dagegen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was dagegen tun soll. Danke, dass du darauf reinfällst. Okay. Wir müssen? Ein Gen noch. Okay. Alright. Ich hoffe, wir töten wenigstens die Person, die sich diese Map gewünscht hat. Ich darf nicht campen. Einer ist da unten. Ich glaube, das ist die Object of Obsession Person. Hat die Palette auch wieder aufgestellt. Die wurde gerettet, aber sie hat off the record. Das heißt, jetzt alle stehen und liegen zu lassen, um sie zu tunneln, ist alles andere als eine gute Idee. Sollten wir nicht machen.
Mal sehen, ob der Object of Obsession Dude davon ausgeht, dass ich schon wieder von hier komme. Scheinbar. Komisch. Ich will, dass sie die Palette wirft. Dafür müssen wir jetzt einfach, müssen wir erzwingen. Geht schnell die Palette weg, ist das so schneller, können wir Action machen. Okay. Hat jemand anderes an dem Gen weiter repariert? Nee. Team hat voller AP, ich habe nur 3 Haken. Und die haben immer noch so viele Paletten, Chat. Es ist nicht zum Aushalten. Als ob die Paletten respawnen würden. Kettensäge hier draußen zu benutzen, ist die reinste Hölle. Eine haben wir jetzt oben. Okay, der verliert wenigstens. Aber der draußen in der Haupthalle, der hat 75% Chat. Der Weg nach oben dauert ewig lange. Lohnt sich für mich so gut wie gar nicht. 2 Leute hier draußen. Ich habe hier wenigstens alle Paletten weg, aber die werden in meinem Rücken fertig reparieren. Das Beste, was wir tun können, ist uns jetzt eine Person holen und dann irgendwie die als Geisel behalten oder so. Chat. Oh mein Gott, ich bin so... Sie kann nur noch einmal da durch. What? Heute ist echt nicht mein Tag. Ich kann nicht mehr. Okay, ich will irgendjemanden beißen. Mach den Gen an. I don't give a fuck. Ihr Arsch wird sterben. Ich hab mir das ganze Spiel über Ami-Paletten kaputt gemacht. Wie bescheuert Ami-Paletten kaputt gemacht. Ja, die kann ich mehr. Warum tut ihr das an? Fuck you, verdammte Scheiße nochmal. Wer auch immer sich die Map gewünscht hat, ich hoffe, du vergehst in der Hölle, Junge! Hier ist auch noch eine Palette, Bro! What the fuck? Hat irgendjemand mitgezählt, wie viele scheiß Paletten ich in meinem Leben gerade vernichten musste? Ich werde dich verfolgen auf Schritt und Tritt, du kleiner Arsch. Glaub mir. Nein, ich werde dich nicht verfolgen. Ich wechsle das Target in der Hoffnung, dass sie draußen sind und versuchen, da aufzumachen. Und damit rechnen, dass ich ihren Freund verfolge, aber in Wirklichkeit... Da ist die blöde Kuh. Die Palette steht auch noch. Aber ich bleib hier stehen. Ich bleib hier stehen. Ist mir scheißegal. Du wirst sterben. Der Timer. Ich weiß nicht, ob du wie lange du das Game schon gespielt hast, aber hier gibt es einen Timer. Timer. Nein. Ich muss mehr Kettensäge üben. Ich spiele Hibbeli zu selten. Okay, du willst deiner Freundin helfen? Hilf ihr, indem du... Oh, Flink! Denkst du, du schaffst es bis zum Ausgang oder so? Junge, auf die Fresse! Fühl dich nicht so cool, irgendwann treffe ich mal! Okay. Von beiden Seiten. Die gebe ich nicht wieder her. Nope, nope. Eine ist hinter dem rechten hinter der rechten Betonwand. Oh, sie haben das Tor größer gemacht. Das kann ich nicht mehr blocken als Killer.
Jetzt, wenn sie sich gegenseitig im Weg stehen. Ich kann es nicht ewig machen, weil meine Kettensäge von überhitzt. Geblockt. Einsperren in der Ecke. Ihr Dings ist gleich vorbei. Board Time abwarten. Boah, made for this und hope, ich komme kaum ran. What the fuck? Let's go. Okay. Die haben das Tor vergrößert. Das hier, ne? Ja. Früher war das schmal. So groß wie eine Tür, sodass du dich als Killer da reinstellen konntest. Und dann mussten die Survivor von der anderen Seite rumlaufen. Das stimmt. Okay, immerhin. Ein Unentschieden, aber... Wird richtig anstrengend gerade. Holy shit. Also die Scody musste... Die hat Hope und Made for This dabei gehabt. Die war fast schneller als ich, Junge. Auch nachdem Bro Time schon weg war. Alle drei beieinander gespawnt. Alle drei beieinander gespawnt. Wir rennen durch. Ich will, dass sie wirft. Je schneller wir die weg haben, desto besser. Wir haben im letzten Game gesehen, wie nervig es sein kann, wenn die Paletten 2 Millionen Jahre existieren. Die dachte, während ich geblendet bin, bin ich auch gehörlos. Das stimmt aber nicht. Ich habe sie arbeiten hören, bin blind hingelaufen. Sie stand direkt vor unserer Nase. Weiß jetzt von meinem Schweif. Das heißt, sie ist vorsichtig. Palette hat abgefangen. Lucky. Ist jemand hergesprintet? Momentan hat man als Survivor das Problem, ständig auf derselben Map zu landen, kaum Abwechslung. Auf welcher Map landet ihr denn so, ohne Map Offerings? Vorgestern oder gestern hatte ich noch das Gefühl, man landet sehr häufig auf der überarbeiteten Map vom Ritter, ohne Map Offering. Okay, wow, perfekt, wow, die holen sich runter. Easy Game, na bitte. Nö, willkommen eine Abwechslung nach den... Schwitzer Games von davor. Hier außen. Ah, schöne Abwechslung. Geil. Ja, so geht's. Oh, warte mal. Kratzsprung. Je schneller ihr aufgebt, desto schneller können wir alle eine neue Runde anfangen. Vielen Dank. Für deine Kooperation. Ah. Die Map vom Ritter, das macht... Also die Devs machen das ab und zu ganz gerne, dass sie tatsächlich, wenn neue Maps im Spiel sind oder wie im jetzigen Fall Maps überarbeitet wurden, dass sie dann die Wahrscheinlichkeit, dass eben diese Maps erscheinen, erhöhen. Der Schwanz ist aber auch ein wenig OP. Ey, die Schweifattacke ist super stark. Ja. Ist jetzt nicht der komplizierteste Held, der komplizierteste Killer. Aber dafür in dem, was er kann und macht, sehr effektiv. Jupp. 4%? Was ist denn da los? Angenommen, das hätte geklappt. Und du hättest deine Freundin von meinen Schultern gerettet. Dann wärt ihr beide zu zweit im Game geblieben mit 5 zu erledigenden Generatoren. Denkst du überhaupt nach, junge Dame?
Hab sie erwischt, aber sie hatte off the record oder so. GG. Was heißt GG? Für die Survivor nicht. Ich würde es jetzt nicht in den Chat schreiben, weil... Die haben jetzt wahrscheinlich nicht so Spaß gehabt. Was macht denn die Schweifattacke? Die Schweifattacke ist so ein Piekser nach vorne. Guck. Und dieser Piekser geht über Paletten drüber. Die Reichweite von dem ist ungefähr zu vergleichen mit der Stufe 3 Peitsche vom Nemesis. Das heißt, wenn der Survivor hier die Palette wirft, piekse ich drüber und kann ihm sofort Schaden verursachen. Und Dankeschön, Destro, für den Follow. Ja, haben wir gerade darüber geredet. Wenn mal kein Offering geworfen wird, dann hallo. Map des Ritters. Let's go. Aber immer noch lieber als die Sachen, die sich die Survivor aussuchen. Da vorne haben wir was. Blip, blip. Ran teleportiert. Was willst du tun, Fangman? Solange ich der mal... Ey, wieso hole ich dich nicht ein? Stop! Solange ich grün leuchte, kannst du mich nicht stunnen. Oh, du bist da vorne, okay. Und ich steige auch sehr schnell durchs Fenster durch, wie dir gerade aufgefallen sein dürfte. Ganz schön gemein, oder? Okay, Fangmin hat einen Flink. Survivor Nummer 2 hat Flink dabei. Und wir hatten das wir haben eine Taschenlampe erwischt. Das heißt, es sind noch 3 Medikits im Spiel. Taschenlampe liegt erstmal auf dem Boden. Medkit AD! Taschenlampe liegt auch noch da. Ich weiß nicht genau, ob die Fangmin daran interessiert ist, ihre Taschenlampe bald zurückzuholen. Palette zerstört, indem wir drauf teleportiert sind. Sind im Anschluss ein bisschen verlangsamt, aber... Boah, die ist direkt nicht rein. Armes Mäuschen. Tut mir leid. Oh, und er wollte sein Medikit zurück. Frankens Demise lässt die Survivor manchmal doof spielen, weil sie unbedingt zurück zum Item wollen, bevor das... Disconnect, okay. Oh, Fangmin auch. Beide sind jetzt disconnected. Wenn mein Item einfach so an Aufladungen verliert. Oh, noch jemand? Okay, chillt. Arme Michaela. Zählt die Runde? DC vom ersten Haken? Was, DC vom ersten Haken? Na, ah. Ist die Fangmin gelieft, bevor ich den anderen am Haken hatte? Oh. Ich dachte, die wären gleichzeitig disconnected. Hm. Okay, wir können die Runde wiederholen. Hä, wo ist er hin? Bin ich blind? Oh, oh. Wobei die Survivor ja inzwischen Bots bekommen, die die Spielerinnen und Spieler ersetzen. Wir könnten also argumentieren, hey... Wo ist die? Die war doch hier. Ist das ein Bot? Ja, ne? Bleibt der jetzt für immer so, weil er weiß, dass ich in der Kamera drin bin? Fangmin? Fangmin, dein Team braucht dich. Dein Team braucht dich. Leon ist kurz davor zu sterben. Die letzten 20% sind bereits angebrochen. Er ist auf der anderen Seite der Map. Wenn du jetzt noch losläufst, dann... Wenn du jetzt noch loslaufen würdest, dann würdest du es vielleicht noch schaffen. Beweg dich! Für deine Freunde, Fangmin! Du bist zwar ein Bot, aber das bedeutet nicht, dass du auch herzlos bist! In dir steckt so viel mehr, Fangmin!
kamerascheu. Süß. Ah. Er ist kacken? Weil er so in der Hocke war? Oh, maybe. Ich hasse Bots an der Scheck. Die sind so OP, Digga. Schön aus dem Stand da der Fast Volt, alles gut. Palette zerstört. Wir bleiben dran. Made for this, so schnell wie die ist, oder? Oh, Mori. Habt ihr bestimmt auch lange nicht mehr gesehen, oder? Ich auf jeden Fall nicht. Alright. Schnell markiert. Hinterher geportet. Schön, schön. An der Shack sind die Bots so stark, ne? Aber hier am Maprand, wenn sie dahin laufen, das genaue Gegenteil. Dass die letzte Survivorin ihr Leben riskiert für den Bot, der am Haken hängt, oder? Meinte sie repariert, oder? Meinte sie versteckt sich? Sollen wir sie gehen lassen, by the way? Weil das alles, weil sie da vom Rest des Teams im Stich gelassen wurde. Wir könnten sie auch einfach durch die Luke entkommen lassen. Ja. Okay. Und dann wiederholen wir die Runde nochmal. Chat, wann ist die erste Survivorin disconnected? Also, wir sagen ja, also bei den Survivor-Challenges haben wir immer gesagt, wenn jemand disconnected, bevor der erste Gen an ist, dann wiederholen wir. Ist sie disconnected, nachdem ich sie zu Boden gehauen habe? Oder bevor ich sie zu Boden gehauen habe? Ich glaube, auf Killer-Seite sollte das unsere Regel sein. Wir sollten uns daran orientieren, weil... Wir haben ja dann quasi die erste Chase gewonnen. Das ist der Grund, warum die Person aufgibt. Na los, Michaela. Auf. Ich markiere dich zwar, aber ich tue dir nichts.
Die wird aber nicht an einem Ausgangstor hocken, oder? Na. Meint ihr, sie wartet darauf, dass ich die Luke finde? No way. Mikaela, wo bist denn du, Liebelein? Muss ich mir jetzt selber auf die Suche nach dem Dingens machen? Das würde nicht gefallen. Wenn ich dir zutrete, ist das Ding erstmal gelaufen. Die Ausgangstore sind dann erstmal eine ganze Weile versperrt. Oder ist die AFK gegangen, nachdem alle disconnected sind? Dann hätten wir Krähen. Ah. Was ist, wenn sie auf der Luke steht und mich teabaggen will? Und wir darüber nachgedacht haben, sie gehen zu lassen? No. Nein. Nein, nein. Und jetzt? Dumme Frage, aber wann sind die abgeholten Drops im Spiel verfügbar? Sobald du sie einlöst, müsstest du die equippen können. Sobald du die Accounts eingelöst hast, müsstest du die im Spiel ausrüsten können. Ich habe selber noch nicht umgesetzt, ich gehe jetzt nur nach dem FAQ der Devs, Frage und Antworten, die Devs da bereitgestellt haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bekommst du durch das Zuschauen Codes und diese Codes musst du dann einlösen, im Spiel oder über Steam. Chat, ich weiß nicht, was mit der los ist. Wenn sie jetzt nicht bald an die Tore geht, stirbt sie. Keine Ahnung. Sorry. Hatte ich eigentlich alles gemacht, aber in DBD wird mir nichts angezeigt. Jetzt hat sie versucht, das Tor zu öffnen. Super spät. Ich weiß nicht, ob sie das noch schafft, Chat. Mikaela! Bist du noch hier? Begib dich so schnell du kannst zum Tor! Schnell! In ein paar Sekunden kannst du es wieder aufmachen! Ich weiß, dass du im Busch bist! Schnell! Beeil dich! Du brauchst 20 Sekunden zum Tor öffnen! Die Dinger sind weg! Du, jede Sekunde zählt! Achte doch auf den Balken! Oh nein! Sie hat jetzt noch ungefähr 15 Sekunden übrig. Das meiste davon braucht sie zum Öffnen des Tores. Ich glaube, vielleicht kriegt sie das Tor noch auf, aber der Weg nach draußen liegt in weiter Ferne. Ich wollte ein Spiel spielen. Und du bist Game Over. Ich tue immer so, als ob ich Mitleid hätte, aber eigentlich ergötze ich mich ja schon an deren Leid. Schade, wirklich schade.